Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja und du bist auf dem Kanal für Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Eine gute Freundin von mir bekommt bald ihr erstes Baby und sie hat mich für den Tipps für den Alltag mit dem Neugeborenen und die ersten Tage nach der Geburt gefragt. In diesem Video erfährst du meine bewährten Tipps, die dir vielleicht selbst Hebamme nicht erzählen wird, wie du mit deinem Baby in den ersten Tagen nach der Geburt umgehst. Und da ich doch einige Tipps für euch zusammengestellt habe, habe ich dieses Video in zwei Teilen aufgeteilt und in diesem ersten Teil erfährst du Tipps zu Säuglingspflege und Babykleidung. Im nächsten Video verrate ich euch Tipps zum Thema Stillen, wie beruhigst du dein Baby, wenn dein Baby schreit und wie baust du eine besondere, respektvolle Bindung zwischen dir und deinem Baby auf. Wenn dich dieses Video interessiert und du kein Abonnent bist, abonniere meinen Kanal und drück auf die Glocke, damit du dieses Video nicht verpasst. Als eine neue Mama verbringt man enorm viel Zeit beim Windelwechseln. Hier sind ein paar Tipps für dich, wenn du Windel wechselst. Für den Anfang kauf Windeln mit so einem Indikator. Es gibt hier so einen gelben Indikator, der zeigt, wenn Windel voll ist, färbt er sich grün an und dann weißt du Bescheid, wann du deinem Baby Windeln wechseln sollst. Und wenn du deinem Baby Windel wechselst, vergiss nicht, das immer am Anfang nach unten zu stülpen, sodass der Nabelschnur nicht verletzt wird. Und vergiss nicht, die Rüschen rauszuholen, damit nichts daneben läuft. Wenn dein Baby im Windel größeres Geschäft hat, dann empfehle ich gleich mit dem Windeln so nach unten zu wischen, so dass das meiste bereits in dem Windeln drin bleibt. Und dann benutze bitte Wasser, warmes Wasser für die Neugeborenen. Die Feuchttücher können die Haut irritieren. Am Anfang habe ich mir frisches warmes Wasser in so einen Behälter geholt und das Baby mit den Tüchern abgetrocknet. Ich fand das allerdings ziemlich zeitintensiv und dadurch, dass man ziemlich oft Windeln wechselt, musste ich immer wieder hin und her laufen. Vor allem nachts war das sehr unpraktisch. Und mit dem kalten Wasser wollte ich meinem Baby den Po gar nicht abwischen, da das eiskalte Wasser am Po würde mein Baby richtig wach machen und ich wollte das nachts vermeiden. Zum Schluss bin ich dazu gekommen, dass ich mein Baby einfach direkt im Waschbecken gewaschen habe. Ich war schneller damit, das Ergebnis war viel sauberer und es war einfach umweltfreundlicher, weil ich nicht ganz viele Feuchttücher oder Waschmaschinenladungen starten musste, um die Tücher wieder sauber zu bekommen. Um dein Baby im Waschbecken zu waschen, halt dein Baby so, dass du mit deiner Hand die Hüfte von dem Baby umschließt und das Baby ruht in deinem Ellbogen quasi mit dem Kopf. Und so kannst du dein Baby waschen. Wenn es ein Mädchen ist, achte darauf, dass du von oben nach unten wischst, damit keine Infektion reinkommt. Wenn das jetzt ein größeres Geschäft ist, habe ich das Baby so genommen, indem ich das Baby auf meine Hand, das Baby lag quasi auf meiner Hand. Du hältst die Oberschenkel auch ganz fest und so kannst du dein Baby wiederum direkt im Waschbecken waschen, das Wasser gleich einstellen, mit dem warmen Wasser einfach alles sauber und angenehm für das Baby und dann direkt mit dem Handtuch abtrocknen. Übrigens, wenn du das Baby badest, dann kannst du das Baby ähnlich halten wie beim Waschbeckenmethode. Das Köpfchen von dem Baby ist in deiner Armbeuge und du hältst das Baby hier an dem Schulter mit deiner Hand. Du kannst dein Baby ganz vorsichtig ins Waschbecken oder in die Badewanne reintun und das Baby ist wirklich sicher. Du hältst das Baby sicher und das Köpfchen wird nicht im Wasser sein. Genauso, wenn du das Baby auf den Bauch drehen möchtest und seinen Rücken waschen möchtest, dann kannst du das Baby wiederum ganz vorsichtig über die Seite drehen und mit deiner Hand andere Schulter umschließen und somit drehst du dein Baby auf den Bauch. Das Baby liegt wiederum auf deinem Unterarm und du kannst so deinem Baby Rücken waschen und das Baby ist in einem sicheren Griff. Wenn du das Baby badest, vergiss nicht, die Speckfalten durchzugehen. Normalerweise sammeln sich in diesen Speckfalten ziemlich viel Dreck, Muttermilchreste, das Baby schwitzt vielleicht. Ich empfehle, so ein Wattestäbchen zu nehmen, was eigentlich für die Ohren ist. Und wenn du das Baby gebadet hast und das Baby bereits auf dem Wickeltisch liegt, kannst du mit dem Wattestäbchen nochmal alle Falten
ganz vorsichtig durchgehen. Vor allem die Falten hier am Hals, da sammelt sich einiges, vor allem Reste von Muttermilch und vielleicht unter der Achseln, an den Händen, ja, irgendwo am Beinchen, je nachdem, wo dein Baby die Falten hat. Und vergiss bitte nicht, hinter den Ohren zu putzen, weil dort sammeln sich auch immer wieder Sachen. Und ich habe wirklich beim ersten Kind das gar nicht gemerkt und erst später festgestellt, dass hinter den Ohren ganz viel Dreck sich gesammelt hat. Und ich habe das gar nicht gesehen und beim Baden irgendwie die Region auch nicht richtig erwischt. Du kannst es entweder mit dem Wasser nass machen oder du kannst das Stäbchen in Mandelöl eintunken und so die ganzen Falten bearbeiten. Und wenn das Baby dann fertig gewaschen hat, vergiss nicht, diese ganzen Falten gut abzutrocknen mit dem Handtuch, damit bloß keine Feuchtigkeit sich sammeln kann. Vor allem in diesen Regionen zwischen den Beinen. Das muss alles gut getrocknet sein. Am besten lufttrocknen. Danach kannst du vielleicht deinem Baby eine schöne Massage machen, die dein Baby beruhigt und zum Schlafen bringt. Und wenn du das Baby badest, empfehle ich, die Naturschwämme zu nehmen. Ich finde, die sind super weich und angenehm für die zarte Babyhaut. Die Waschlappen könnten einfach ziemlich rau sein. Und wenn du Waschlappen verwendest, dann nimm bitte vielleicht aus Bambus. Die sind etwas weicher als die herkömmliche aus Baumwolle. Nägel schneiden. Bei Neugeborenen kann es auch knifflig sein und bei uns gab es zwei bewährten Varianten. Die erste Variante war, als mein Baby gestillt wurde, hat mein Partner, mein Mann, hat die Nägel geschnitten. Da war das Baby auch still und mein Mann konnte ganz gut die Nägel schneiden. Zweite Variante war, wo das Baby geschlafen hat. Da muss man aber ein bisschen warten, also nicht gleich anfangen zu schneiden. Man muss so 15-20 Minuten warten, damit das Baby in diese Tiefschlafphase übergeht, so dass man das Baby nicht weckt, wenn man dem Baby im Schlaf Nägel schneidet. Säuglingsschnupfen. Es kann sein, dass du gleich mit Säuglingsschnupfen konfrontiert werden kannst. Das Problem ist, dass die Babys haben sehr kleine Nase und manchmal ist die Nase verstopft. Manchmal bekommen sie wenig Luft rein und manchmal bekommen sie wirklich Infektion, obwohl sie Netzschutz von der Mama haben. Manchmal stecken sie sich an, vor allem wenn das Baby im Winter auf die Welt kommt. Und gegen Säuglingsschnupfen haben wir folgende Sachen benutzt. Zum einen Salzspray ist ganz gut, um die Nase ein bisschen zu befeuchten. Das kannst du beliebig oft nutzen. Dann hatten wir so eine Sauge gehabt und das kannst du an Staubsauger anschließen und im Prinzip das ganze Schleim, was das Baby in der Nase hat, mit dem Staubsauger rausziehen. Es funktioniert wirklich gut. Und es gibt natürlich auch andere Nasensauger, wo du das in den Mund nimmst und ziehst. Natürlich gibt es da einen Filter. Es kommt bei dir nichts an, aber da gibt es zwei Methoden und ich finde die super praktisch, vor allem weil die Babys am Anfang die Nase gar nicht putzen können und da sammelt sich alles und das kann denen beim Schlafen stören, beim Trinken stören und generell ist es nicht angenehm mit der verstopften Nase rumzulaufen. Und das dritte bewährte Mittel für mich war Engelwurzbalsam. Das ist ein natürlicher Balsam aus ätherischen Ölen. Da sind solche Bestandteile wie Thymian, Angelika-Wurzel, Maya, Joran, Johanniskraut, Bienenwachs und so weiter. Das erleichtert dem Baby das Atmen. Du kannst es auf die Nasenflügel auftragen und das Baby kann einfach besser atmen. Und das haben wir lange genutzt. Das ist ein super Balsam, empfehle ich, gleich zu kaufen. Du wirst es die ersten Monate immer wieder nutzen. Bevor du deinem Baby Kleidung kaufst, überleg dir ganz genau, was genau für Kleidung du brauchst. Zum einen kauf dir bitte nicht so viel, du wirst auch geschenkt bekommen und die Babys wachsen einfach zu schnell. Die ersten Kleidungsgrößen überspringen sie ganz schnell, deswegen kauf bitte nicht so viel. Und wenn du kaufst, achte drauf, was ist das für eine Kleidung. Viele Strampler für Neugeborene haben solche Knöpfe. Ich finde die aber super unpraktisch. Man wickelt mehrmals am Tag das Baby. Ja, man wird wahrscheinlich jede zweite Stunde dem Baby neue Windel drauf machen. Und die Knöpfe, man muss die erstmal aufmachen, dann muss man die Knöpfe zumachen. Und manchmal ist das Baby unruhig und du hast einfach nicht die Zeit und Möglichkeit, diese Knöpfe die ganze Zeit auf und zu machen. Es gibt Strampler, die so einen Reißverschluss haben. Das ist viel praktischer. Du kannst viel schneller deinem Baby diesen Strampler anziehen und vor allem, wie gesagt, nachts, wenn du wickeln musst,
ist es wirklich schnell und unkompliziert. Und zum Schluss kann sowas passieren, ja, dass du irgendwas zugeknöpft hast, was nicht zusammengepasst hat und jetzt musst du von vorne anfangen. Und falls du doch so einen Strampler hast mit den Knöpfen, empfehle ich, die Knöpfe nur bis hierher aufzumachen, ja, und die Beinchen aber zulassen. Das ist viel einfacher, einfach die Beinchen wieder einzustecken und das geht einfach schneller, wenn du dein Baby wieder anziehst. Aber mein Lieblingsset für Neugeborenen war dieses Set und zwar, das hatte solche Hose. Die Hose kann man sehr, sehr schnell auf und zu machen. Die Hose ist, diese Hose war super elastisch, das ging wirklich schnell. Und bei dem Jäckchen gab es solche Knöpfe und man konnte die Hose quasi dran machen, so dass es nicht verrutscht und das Baby behält die Hose quasi und strampelt es nicht runter. Und das war eigentlich mein Lieblingsset für Neugeborenen, weil ich konnte das Baby sehr schnell wickeln. Ich empfehle eigentlich, die Strampler entweder mit dem Reißverschluss oder gänzlich auf die Strampler zu verzichten und solche Hose nutzen. Wenn du deinem Baby Bodies kaufst, empfehle ich, Wickelbodies zu kaufen. Das ist einfacher anzuziehen. Du musst das Köpfchen von dem Baby, was noch ganz schwach ist, die Muskulatur ist noch nicht ausgereift, nicht immer wieder hin und her bewegen. Falls das Body kein Wickelbody ist, ist es schwieriger, das Baby damit anzuziehen. Und Wickelbodies finde ich viel praktischer. Dieses Wickelbody hat wiederum zu viele Knöpfe. Es gibt welche, die nur zwei Knöpfe haben, oben und unten. Du ziehst es ganz schnell an und du musst das Köpfchen deines Babys nicht ständig hin und her bewegen. Und das Baby mag eigentlich nicht, wenn über seinen Kopf was gezogen wird. Ja? Wenn du so ein Body hast, was keine Knöpfe hat, ja, wie hier zum Beispiel, empfehle ich zuerst, das Body so zusammenzufalten und diese Öffnung haben und dann kannst du das ziemlich schnell über dem Kopf deines Babys ziehen. Hopp! Und das geht ja schneller und das Baby weint nicht deswegen. Vergiss auch nicht, dass diese Bodies, die sind so genäht, dass man hier mehr Spielraum hat. Das wusste ich am Anfang nicht, aber diese Bodies kannst du auch nach unten ziehen. Du musst es nicht immer über den Kopf ziehen. Du kannst es im Prinzip auch von unten deinem Baby anziehen. Oder wenn das Body dreckig ist und unten bereits nass ist, willst du das natürlich nicht über den Kopf deines Babys ziehen, über das Gesicht deines Babys. Und dann ist es sehr praktisch, dass man einfach von oben nach unten herunterziehen kann, dadurch, dass es hier oben an den Schultern solche Spielräume gibt. Und wenn du mit deinem Baby unterwegs bist und ein extra Set Kleidung für dein Baby mitnimmst, empfehle ich, die Kleidung immer wie so ein kleiner Burrito zusammenzurollen, die Socken auch reinrollen. Und dann bekommst du so eine kompakte Rolle, die man ganz schnell und einfach in die Wickeltasche reinlegen kann. Und ich empfehle immer noch so einen Plastikbeutel mitzunehmen, so dass man die nassen Sachen von dem Baby später in diesen Plastikbeutel reinlegen kann. Und die Wickeltasche wird auch von den ganzen nassen Kleidung verschont. Nächste Woche kommt der zweite Teil des Videos zum Thema Alltagstipps für Mamas. Abonniere meinen Kanal, falls du noch kein Abonnent bist, damit du dieses Video nicht verpasst. Und solange du auf dieses Video wartest, empfehle ich noch, diese Videos von mir anzuschauen. Da gebe ich euch Tipps und Spielideen, was du mit deinem Baby im Alltag machen könntest. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Habt eine schöne Woche. Tschüss.